Wahrscheinlich würde jeder, der mit der Untersuchung von 5G betraut ist, das leugnen. Aber heute Morgen ist mir zum ersten Mal in meinem Leben etwas passiert. Also ein LKW, ich war ganz normal auf meiner Spur, ist rübergezogen und hat mich einfach schlichtweg übersehen. Klar, toter Winkel, wie auch immer. Ich bin eine hohe Bordsteinkante hoch. Das ist ja so eine Reaktion jenseits des bewussten Reaktionsvermögens. Das sind Hundertstel Sekunden auf den Grünstreifen, auf die Wiese. Und dann kam ich mit meinem PKW kurz vor dem Verkehrszeichen am Ende der grünen Insel zum Stehen. Für mich gibt es auch Schutzengel, Engel. Und ich denke, wenn man eben noch nicht dran ist, muss man sich da auch keine Sorgen machen, dass man da irgendwie vor der Zeit geht. Aber der junge Mann, der diesen LKW gefahren ist, hat mir gesagt, dass er nur auf dieser vielbefahrenen, mehrspurigen Straße fährt, dass es hier zwischen Schwabendingen und Wallisellen in Zürich in einer Gegend, die mehr als flächendeckend mit 5G-Masten, die auch schon aktiv sind, bestückt ist. Natürlich kann man sagen, sowas ist immer mal vorgekommen, sowas kann passieren. Der junge Mann war vielleicht nach dem Wochenende übermüdet. Die hohe Verkehrsdichte ist ja auch langweilig. Man schaltet vielleicht eher ab, wenn man immer pendelt auf so einer Straße. Immer dieselben Eindrücke. Es gibt zig Erklärungen und sowas ist immer passiert. Und es gibt ja auch heute mit den modernen Spiegeln und mit der modernen Ausstattung noch toter Winkel-Situationen. Kann es immer noch geben. Aber mir kam tatsächlich in den Sinn, weil er mir so sagte, dass er immer nur auf dieser Straße fährt und dass er sich im Kopf so, ja, Slangwort, so wie matschig fühlt. Diese hörsensitiven Menschen reagieren mit Sicherheit vom Nervensystem her ungünstig auf 5G. Und ich darf die Kinder nicht filmen. Aber das ist der Raum. Da ist der Mast. Ich würde mich freuen, wenn mal einer von den Multimillionären sagen würde, wir nehmen uns dieser Sache an. Denn das sind auch zum Teil hochsensitive Kinder mit zum Teil schwachem Nervensystem, mit zum Teil schon angeschlagenem Nervensystem, so sage ich es mal. Und ich meine, ich brauche hier nicht mit Farbe anzufangen, weil da ist die Riesenfensterfront. Und solche strahlenresistenteren Fenster, ich meine, vollkommen resistent sind die ja auch nicht. Die sind teuer. Da müsste schon einer der Multimillionäre hier plötzlich mal eine Berührung, eine Erweckung haben. Und sagen, ich habe das Geld, ich nehme mich der Sache an, dass unabhängige Prüfer das prüfen. Was macht 5G? Wie wirkt es sich aus? Oder dass sogar einer sagt, ich finanziere hier Strahlenschutzfenster und, ja, was heißt Wände, die Farbe. Aber so einfach ist das eben auch nicht mit Visionieren und Manifestieren, denn das wäre ja dann wirklich ein Wunder, wenn sowas geschehen würde. Wäre schön.